Wir wollen heute ein bisschen über das iPhone reden, über die neueste Generation des iPhones. Da sieht man es ein bisschen im Vergleich. Wer weiß, was FaceTime ist? Videotelefonie, genau. Geh mal ran. So, und jetzt kann ich sagen, hey Marc, ich will dich sehen. FaceTime. So, jetzt haben wir es. Hier unten ist so eine Taste, wenn ich die drücke. Dann hat man HD, ne? Dann schaltet es um auf die andere Cam. Wir sind natürlich super stolz, gemeinsam exklusiv das vierte Mal mit Apple gemeinsam das iPhone zu launchen. Und das gibt es in Deutschland nur bei der Deutschen Telekom. Und das macht es besonders und darauf sind wir natürlich auch sehr stolz. Ich bin der Chefredakteur von AppleUnity.de, also einem Internetblog, und wurde eingeladen zu der Präsentation. Komme eigentlich aus Münster, aber bin extra dafür nach Berlin gekommen. Ich bin hier, weil mich das Produkt überzeugt hat und ich seit 2,5 Jahren auf diesen Tag warte. Ich bin einfach süchtig. Steve Jobs bringt ein neues iPhone raus und ich stehe hier Punkt zum Eröffnungstermin vor der Tür. Ich bin um 17 Uhr hier da gewesen, wollte mich in der Schlange anstellen, hatte das Glück, auf die Gästeliste zu kommen und deswegen hoffentlich kriege ich das iPhone jetzt Punkt 12 Uhr. Ab 0 Uhr gibt es das neue iPhone, insofern werde ich mich auf jeden Fall bemühen, auch eins zu bekommen. Mal sehen, wie lang die Schlange ist und wie viele Geräte überhaupt da sind. Wir hatten uns ganz kurzfristig in Bonn mit dem ganzen Team ausgedacht und haben gesagt, wäre doch eigentlich ganz lustig, wenn genügend Leute denn da wären, dass man nachts auch öffnet und den Kunden die Chance gibt, schon um 0.01 Uhr, also als Erster, das iPhone zu kaufen. Ja, wir warten auf das neue iPhone. Es ist was Neues, ja, es scheint ziemlich gut zu sein, was man so von den Ankündigungen gehört hat, und das Gehäuse finde ich ziemlich spannend. Meist freue ich mich auf FaceTime. Die neue Kamera mit HD ist natürlich toll, FaceTime mit der Videotelefonie und einfach, dass es viel, viel schneller ist und Multitasking kann. Ich habe gehört, die Grafik sei besser, man könne damit in HD fotografieren und sogar filmen. Und das Display sei größer. Ja, das meiste, wo ich mich eigentlich drauf freue, ist wirklich die neue Kamera bei dem Phone, weil ich selber Fotograf bin und mit der Kamera viele Fotos mache. Das neue iPhone ist eine konsequente Weiterentwicklung von einem ohnehin extrem erfolgreichen und hervorragenden Produkt. Es geht los, Leute, auf geht's! Geschafft. Oh, Entschuldigung. Er ist einer der ersten in Deutschland, der das iPhone 4 hat. I got it. iPhone 4.0. Ich finde diese Leute faszinierend, die diese Dinger designen, weil es macht alleine Spaß, das Teil auszupacken. Mein Puls steigt und der Apfel erscheint. Ja, ich bin super froh, dass ich einer der Ersten bin, der das iPhone 4 jetzt schon hat. Ja, die 4-Stunden-Reise aus Münster hat sich gelohnt. Und ich muss sagen, ohne dass es jetzt an ist und ohne dass ich es wirklich benutzt habe, es hat sich gelohnt. Durch das, dass es wirklich dünner ist als das jetzige und es liegt gut in der Hand, war ich eigentlich dann vor allem von den neuen Features ziemlich begeistert gleich. Die Steuerung ist noch schneller, es ist sehr kompatibel, also es ist wirklich wie ein komplett neues Gerät, also man genießt es. Am meisten freue ich mich eigentlich auf die Videotelefonie, nur fürchte ich bin der Einzige, der die Videotelefonie hat, von daher muss ich noch warten, bis meine Freunde auch das neue iPhone haben.